Der renommierte Sozialwissenschaftler Ruth Koopmans sagt wörtlich, in den türkischen Gemeinschaften scheint es keinerlei Bewegung in Richtung prodemokratischer und liberalerer Auffassungen zu geben. Sie wenden Deutschland den Rücken zu, auch das ein Zeichen gescheiterter Integration. Ende des Zitats. Zwei Drittel der Türken hierzulande haben den demokratiefeindlichen Autokraten gewählt. So stünde eine massenhafte doppelte Staatsbürgerschaft für das Gegenteil vor der Identifikation. Das wäre ein Aufbauprogramm für Parallelgesellschaften. Das wollen wir nicht, meine Damen und Herren.